Der Sommerempfang des CSU-Kreisverbandes München-Nord ist ein voller Erfolg mit vielen Gästen. Ich bin in München immer unterwegs, wenn interessante Veranstaltungen sind. Und dieser Sommerempfang ist was sehr, sehr Schönes. Mich freut es, dass die neue Kreisvorsitzende, die Kollegin Evelyn Menges, das so aufgenommen hat. Und ich bin auch sehr begeistert. Die Stadträtin Dr. Evelyn Menges hat viel vor als neue Kreisvorsitzende. Veranstaltungen mit spannenden Themen und interessanten Gastrednern sollen die Bürger erreichen und umfangreich informieren. Die Stimmung ist einfach super. Es sind nämlich nicht nur unsere eigenen Leute gekommen, es sind sehr viele aus dem vorpolitischen Raum gekommen. Und gerade diese Menschen wollen wir ansprechen, und zwar mit all unseren Mitgliedern. Und das ist einfach klasse. Bei der großen Anzahl der Gäste scheint der Schutz unserer Umwelt ein wichtiges Thema zu sein. Alle wollen die Rede von Ulrike Schaaf hören. Die bayerische Umweltministerin setzt sich für nachhaltige städtische Entwicklung ein. Sie warnt ausdrücklich davor, alle Freiflächen zuzubauen. München soll schließlich lebenswert bleiben. Ich freue mich, dass wir viele Grünflächen haben, dass die Entscheidung mit dem Tunnel jetzt gefallen ist. Ist eine großartige Zukunftsentscheidung für die Stadt, auch für die Natur ein großer Gewinn. Und so sind es viele Themen, die uns bewegen. Wir wissen, dass ein Klima in einer Stadt nur nachhaltig gut zu bewerkstelligen sein wird, wenn wir auch unsere Grünflächen, unsere Korridore einhalten. Und da sind wir gemeinsam auf einem guten Weg. Auf einem guten Weg ist auch der Bundestagskandidat Bernhard Loos. Ihn kennen mittlerweile schon viele. Loos kommt gut an, ist sympathisch, bodenständig und bringt als Unternehmer viel Fachwissen in die Politik. Auch er ist für eine saubere Umwelt. Wir müssen heute Lösungen finden, dass wir auch in Zukunft lebenswert hier in München leben können. Das heißt, eine gute Luft, das heißt, gutes Wasser, das heißt, grün in der Stadt, das heißt, erholungswert. All diese Dinge sind wichtig. Nicht zu vergessen eine gute Brotzeit und ein kühles Bier. Hier jedenfalls scheint es allen ganz gut zu gehen. Oder? Was meint die Organisatorin des Festes dazu? Also anscheinend sind wir beliebt heute. Es kamen sehr viele Leute, ja. Also hier hatten wir Platz für 80, ein paar mussten sogar hinten stehen. Das ist mir immer sehr peinlich und unangenehm. Aber ich habe nur lachende Gesichter gesehen bisher und deswegen geht's, glaube ich, noch. Das Fest der CSU also, gute Argumente, beste Laune und viele Gespräche bis spät in die Nacht.